So, ihr Lieben, ich habe meinen überladenen Körper hier hingeschleppt und die Aussaat vollbracht. Und das hat gereicht, dass ich jetzt hier mich wieder bewegen kann wie ein junges Reh. Sehr schön. So, dann können wir mal gucken, was haben wir denn da? Was brauchen wir? Wir brauchen hier das gelbe Zeug schon mal. Machen wir schon mal drei Stück. Wie lange brauchen wir denn da eigentlich? So, machen wir vier. So. Oh, jetzt haben wir sogar ups hier gemacht. Okay, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Von dem Liebestrank brauchen wir auch reichlich. Wie viel haben wir denn davon noch da? Oh, dann wäre alles weg. Und dafür brauche ich das auch noch. Das heißt, ich mache nur so zwei Liebestränke. So. Davon kann ich nur einen einzigen noch machen, weil ich kann selber immer. Muss ich mal einen Mopsen nehmen. Von dem wohl noch einen machen. Na schön. Ja, dann, das reicht. Tun wir mal das Alchemieregal hier wieder auffüllen. Ups, so. Hier können wir ein bisschen voller machen. Sehr schön. Ich habe keine Holzschuhe mehr. Oh, ein Laden ohne Holzschuhe ist kein Laden. Machen wir mal so vier Stück von. Ne? So, okay. Was fehlt hier oben eigentlich? Nägel. Hier wurde so viel genagelt, dass jetzt Nägel weg sind. Kann ich noch Nägel machen? Ja, ne? Machen wir drei Stück. Oh, und wo wir gerade dabei sind, noch eine Zange. Wupp, haben wir das auch erledigt. Okay, dann können wir den Laden jetzt aufmachen, oder? Machen wir auf. Ups. Ah, hier habe ich noch Kuhlau. So, kommen sie doch alle. Guten Tag. Schnell auffüllen. Oh, ich habe keine Gemüsesuppe mehr. So eine Scheiße. Darauf habe ich gar nicht geachtet. So, hier Gemüsesuppe. Mach direkt vier Stück. Hau raus den Suppenkram. Komm hier. Dann Bohnen müssen wir haben. Bohnen. Welche Bohnensuppe? Oh, ich bin durchgebohnt hier. Ich muss hier zum Händler. Ich habe kein Gedöns hiervon. Nein, nein, nein. Schließen. Der Händler vielleicht was? Der Händler hat Lavendel. Die geile Sau. Habe ich noch genug Leinen? Genug Leinen habe ich. Alraune. Oh, der Händler. Oh, der Händler hat jede Menge geilen Shit. Jetzt muss ich aber aufpassen, weil ich habe gar nicht so viel hier. Also gar nicht so viel Platz, wie ich jetzt gerne hätte. Okay, den Salbein nehmen wir mit. Komplett, den er hat. Lavendel, gutes Eisen. So, und noch Alraune für ein Stück. Das passt. So, guck mal hier. Ich habe Salbei, ich habe keinen davon. Wo ist das? Weiß ich gar nicht. Erstmal muss ich hier. Whoa, 360 No-Scope-Verteilung. Muss hier alles da, alles hier. Epischer Move. So, okay. Ich habe keine Forke. Ciao. So, was hast du noch, mein Freund? Weiß ja nicht, du noch hier. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, davon nehme ich mir ein komplettes Paket mit einmal zu.
Ah ja, nochmal Lavendel und Alraune. Das ist jetzt sehr praktisch. Wie viel Fleisch habe ich noch? 8 Fleisch, okay. Drauf habe ich noch. Holz habe ich kaum noch. Holz war noch was. 10. Und den Rest mal jetzt wieder hier Lavendel. Alraune habe ich jetzt noch wirklich genug. Ne? Alraune habe ich wie viel? 20? Ne, brauche ich noch Lavendel. Nehme ich alles an Lavendel, was er hat, was ich kriegen kann. So. Schon wieder kein Brot. Schauen wir gleich mal backen. Das habe ich leider nicht da. Bitte gehen Sie fort. Jetzt erstmal ein bisschen Brot backen. Ich will Getreide auch tatsächlich mal ernten. Brot. Das ist hier alle Kartoffeln. Das sind auch alle. Jetzt mal gucken. Bevor ich jetzt hier ernte und so, ich gehe die Sache heute mal umgekehrt. So, was haben wir denn da, was haben wir nicht da? Also, Messer haben wir da, Forkies fehlen uns. Machen wir 2 Forkies. So, Hammer haben wir einen, machen wir noch einen. Zange haben wir, Hufeisen haben wir, Nägel haben wir schon wieder keine. Machen wir 4 Nägel. Gut. So, davon können wir jetzt ein bisschen was ins Regal pfeffern. So, hier ist alles soweit da. Gut, also was brauchen wir? Wir brauchen... habe ich schon vergessen. Getreide brauchen wir auf jeden Fall. Was war das hier noch? Kartoffeln, ne? Kartoffeln brauchen wir auch. Getreide, Kartoffeln und Kartoffeln. Ja, machen wir erstmal. Wieso liegt hier Aussaat drin? Ah ne, es ist keine Aussaat, es ist Salbei drin. Und Salbei. Hier was verteilen. Und da macht das auch noch da rein. So. Ja, jetzt geht's mir schon wieder. Nee, gut, da bin ich wieder besser. Aber noch voller Shit. Shit. So. Wie viel Quiche habe ich noch? Ich habe gar keine Quiche mehr. Wie bitte was? Quiche. Noch mehr Quiche. Jetzt ist gut. Oh, ich kann Kuchen backen. Oh, lalalala. Kuchen. So, ja, geilo. Erstmal fetten Apfelkuchen. Bang. So. Hier, dicken Blaubeerkuchen dazu. Epic Getreide und so. Nice. Mach ich direkt noch einen Kopf. Ich hab da noch einen Kopf. Also jetzt weg die Blaubeeren. Aber dafür habe ich jetzt geilen, epischen Blaubeeren. So. Davon bitte nochmal was machen. Schlupp. Von hier, von der Tucherei noch was. Aber nicht viel Schlupp.
muss ich gucken, dass ich halt auch genug Äpfel noch habe. Also Äpfel werden jetzt öfter gebraucht. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen ausbauen. Weil also jetzt brauche ich... Ich brauche ja allein schon zwei für die Kuchen nochmal hier. Zwei Essensauslagen. So. Muss ich den Raum größer machen? Warum bitte? Meine hart verdiente Kohle. Oh. Oh Mann, ey. Ist alles wieder weg. So. So, ich bin mir nicht sicher. Ich bin aber auch etwas unsicher bei diesem Raum. Ich das suche. Ja, so kann ich mir das nicht mehr leisten, aber so schon. Ne? Ja. Alles, was im Weg ist, wird entfernt oder verkauft. Ja, danke. Gab eine Gegenrechnung. Ding, 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 ding. So. Mal schauen, dass wir das Ganze auch ein bisschen hübscher wieder hinkriegen. Aber jetzt erstmal. Erstmal wieder alles gestellt werden. So. Besser. Wenn auch nicht perfekt. Ich weiß gar nicht, wohin mit den Bildern. Okay. Und ja, der Raum wird schön gemacht. Ich weiß. Aber jetzt gerade müssen wir gucken. Wir können die Leute noch ran. Okay, gut. Dann passt das ja. Okidoki, ja, das sieht doch schon mal besser aus. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz hier. Jetzt können wir mal schauen, die ganze Essensabteilung. Können wir die vielleicht besser platzieren? Das mit den Bildern, das ist jetzt echt nervig gerade. Können wir das hier hinsetzen? Das Bild. Hier draußen hin. Oh nein, ich stecke hinter Mülleimer fest. Stuck. Hoffentlich bin ich kein Stiefbruder. Jo. Okay, jetzt müssen wir schauen. Ich will die Kleidung, will ich hier rüberholen? Das habe ich mir gedacht, dass es dann schief geht. Wie nah kann ich denn ran, ohne dass es da stört? Okay. Gut. Mehr als ich befürchtet habe. So, jetzt hier das einmal dahin. Das fällt einmal hier irgendwo. So.
Okay, dann machen wir jetzt hier so eine Art Buffet. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Den Tresen stellen wir mal. Ah, den Tresen muss ich aufpassen, dass ich den nicht an die Eingangstür ballere, sonst mache ich aus Versehen den Laden zu. Dann mache ich den Tresen anders und stehen die Leute so rum an. Das habe ich mir gedacht. Dass er da nicht mitmacht, habe ich mir gedacht. So. So, hier muss noch eine Mauer hin, sehe ich gerade. An dem Teppich kann ich den direkt duplizieren auch? Ja, Tatsache. So? Ja. Okay. Okay, ja, das ist doch schon mal ganz gut. Dann kann ich auch diesen Tisch hier bestimmt auch von Anfang an so duplizieren, wie ich das gerne hätte. Ja, sehr gut. Vielleicht machen wir das Tisch noch ein bisschen eleganter lösend. Hier, mal mit dem Ding her. So. So, ihr Lieben, wie es weitergeht, seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß. Ich auf jeden Fall. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir ein Like, Abo, Kommentar da. Wenn ihr wissen wollt, wie das fertige Ding aussieht, drückt die Glocke, so werdet ihr benachrichtigt, wenn da was Neues kommt. Ich sage danke fürs Zusehen und sage tschüss. Bis dann.